Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft, Galacticraft oder Pferde im Weltall. Und warum das Ganze so heißt, wurde ich mal wieder gefragt. Natürlich, weil wir Pferde dabei haben. Mensch, wir siedeln die auf einem anderen Planeten an. Und so, es ist soweit. Wir hatten unsere Dreierrakete ja hier hingestellt. Und ihr wolltet zum Mars. Und danke übrigens für den Tipp, dass der Mond ja quasi auch da ist. Aber jetzt starten wir erstmal mit dieser Rakete. Und es geht los. Pff, also der Start. Wow. Ist ja schon ordentlich. Kann das sein, dass die deutlich schneller ist? Mach's gut, Welt. Hallo, Horizont. Ah. Kaum waren wir wieder zu Hause, sind wir schon wieder weg. Und jetzt gucke ich mir das Ganze da doch mal an. Merkur, da ist die Erde. Und da hat sie gesagt, soll ich ranzoomen? Click again to zoom. View moons and satellite. Ha. Da ist der Mond. Oh mein Gott, warum habe ich den denn die ganze Zeit nicht gesehen? Oh Mann. Jetzt die Frage, wollen wir erstmal auf dem Mond zwischenlanden? Und quasi noch nicht so weit fliegen? Ja komm, fliegen wir erstmal auf den Mond. Hold space to slow down. Okay, okay, okay. Wir nähern uns dem Boden. Huch. Ja. Oh mein Gott. Schwerkraft. Oh mein Gott. Oh nein, wir sterben, weil uns natürlich unser Sauerstoff gerät. Wo sind wir denn gelandet? Haben wir eine Map? Oh na toll. Wir haben nichts. Wo sind wir denn gestorben? Ja, ich weiß, dass ich keinen Sauerstoff habe. Oh nein. Warum? Wir sind auf dem Mond. Niemand hat uns lieb. Und wir sterben. Na gut. Das ist nicht so cool. Jetzt haben wir alles so gut vorbereitet und dann... Hilfe. Hilfe. Wir müssen gucken, wo sind wir denn gelandet? Ja, keine Schwerkraft. Und wir sterben, denn wir haben keinen Sauerstoff. Ich dachte, ich sehe das vielleicht früher. Ah, nein. Leb wohl. Ah. Nun gut. Die Frage ist, sind wir überhaupt irgendwo in der Nähe gespawnt? Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Okay, so. Ob ich hier unsere Leiche finde. Weil es macht ja auch keinen Sinn, wenn wir jetzt die ganze Zeit am Sauerstoffmangel sterben. Wo sind wir denn eingeschlagen? Oh, das ist ja doof. Kann das sein, dass wir so nie wieder zurückkommen würden normalerweise? Wir sind auf dem Mond und hier ist ja gar nichts. Na toll. Wo ist denn unsere Leiche? Da habe ich meine ganzen Sachen drin gehabt. Super, hier sind sowieso alles Krater. Wie soll ich denn da jemals meinen Absturzkrater finden? Das ist ja doof. Nun gut. Ich würde sagen, wir verbuchen das als absoluter Fehlschlag und gucken, dass wir zurück auf die Erde kommen und uns wieder neu ausrüsten. Toll. Habe ich gut gemacht.
Das heißt, ich hätte die ganze Zeit gedrückt halten müssen. Ich dachte, ich soll halt mal kurz das drücken, wenn ich am Landen bin. Und nicht vielleicht schon... Okay, hier ist ja gar nichts. Also, ich glaube nicht. Also, der Mond ist sehr, sehr... unspektakulär. Aber wir können natürlich... Ist ja das Ziel quasi, dass wir auf dem Mond unsere... Deswegen hatte ich auch Erde dabei, dass wir da eben unser Mondbiom bauen. Das heißt, ihr könnt euch jetzt entscheiden, ob wir hier in dieser kargen Mondödland-Siedlung uns ansiedeln sollen, dass wir quasi noch einen Versuch starten, oder dass wir eben auf den Mars gehen. Also das wollte ich jetzt eigentlich nur mal anschauen, wie der Mond im ausschaut. Das ist super cool, dass wir... Ja, wir finden unsere Leiche nicht. Ich würde sagen, wir versuchen zurückzukommen. Um zurückzukommen tatsächlich, muss ich mir jetzt ernsthaft hier eine Rakete rausholen. Das ist ja dumm. Ich will das jetzt eigentlich gar nicht machen, aber anders kommen wir überhaupt nicht wieder zurück, glaube ich. So, dann brauchen wir auch noch einen Fuel Loader. Eine Batterie. Super. Anders wären wir, glaube ich, hier echt gefangen auf dem Planeten. Was wir aber nochmal testen können, ist ein Buggy, wenn wir schon mal hier sind. Und so, wir testen jetzt mal einen Buggy. F5. Warum fährt denn der nicht? W ist Accelerate. Inventory Fuel auf F. Achso, der hat keinen Sprit. 0% voll. Muss man an den auch einen Fuel Loader dran packen? Mensch, ich lerne so viel von dem Spiel erst noch im Nachhinein. Mal das hier weg. Und der Mond ist so wunderschön. So. Sprit rein. Energie rein. Unsere Rakete drauf. So. Erstmal das Ganze weg. Nun gut. Auf ein neues. Ja. Ich habe keinen Parachute, ich weiß. Aber das werden wir uns dann erstmal alles wieder auf dem anderen Planeten erzeugen. Und wir wollen ja erstmal nur wieder nach Hause kommen. Das wird übrigens dazu führen, dass ich auf der Erde aufschlagen werde. Und definitiv sterben werden. Aber wir haben ja nichts zu verlieren. Oh. Mein Gott. Die Rakete biegt sich. So. Nun gut. Mich würde auch mal interessieren, wie die Space Station im All auch aussieht. Das werden wir auf jeden Fall auch mal machen. Dass wir mal auf einen anderen Planeten dann fliegen. Aber jetzt, wo ihr den Mond gesehen habt, könnt ihr euch natürlich entscheiden, wollt ihr lieber, dass wir dann zum Mond zurückfliegen? Oder sollen wir dann doch auf den Mars fliegen? Die Frage über Fragen. Ja. Also ich weiß gar nicht, ich habe den Mars natürlich jetzt noch nicht gesehen. Aber das ist mir eigentlich persönlich, ist es egal, wie der Grundplanet aussieht, da ich ja möchte, dass wir, deswegen nehmen wir auch Erde mit. Damit wir auf der Welt dann quasi ein wunderschönes Leben ansiedeln können dann. Und von daher... Okay, wir sind angekommen. Hallöchen, wir sind zurück. Platsch. Oh, wir haben es überlebt. Wer braucht denn schon einen Fallschirm? Jetzt die Frage, wo sind wir denn runtergekommen? Und wo ist eigentlich unsere Rakete? Hallo? Hallo? Die ist anscheinend... Oh, da kommt sie ja. Hey. Hallo? Ah ja, die Rakete brauchen wir jetzt aber eh nicht. Weil wir haben ja das Pad bei unserem Haus schon stehen. Nun gut, das heißt quasi, wir müssen auch gucken, dass wir Gras und sowas ansiedeln. Das heißt, wir müssen uns hier noch ein bisschen so Gras und alles mitnehmen. Aber ihr habt gesehen, auf der Mondoberfläche ist ja gar nichts. Das heißt, wir brauchen Wasser. Wir müssen quasi Leben ansiedeln dann auf dem Mars oder auf dem Mond.
Also dann machen wir Pferde auf dem Mars oder Pferde auf dem Mond. Das heißt, ich muss das Ganze sowieso erst nochmal dann vorbereiten, dass wir quasi wieder auf demselben Niveau sind, wie wir es davor waren. Sind wir in der Nähe von uns rausgekommen überhaupt? Oh je. Wenn ich hier sterbe, komme ich dann an meinem Bett raus? Das wäre toll. Ich glaube nicht, dass ich hier in der Nähe wohne. Oh nein. Das ist ja voll doof. Ich muss jetzt mal gucken, dass wir unser Zuhause finden. Moment, da muss ich jetzt aber echt mal schauen. Wenn wir nämlich hier nicht in der Nähe sind, ist das ein echtes Problem. Nein. Wo wohne ich denn? Oh nein. Das hier ist eine völlig andere Gegend, oder? Habe ich jemals meine Koordinaten irgendwo reingepostet? Ach nee. Verdammt. Okay, das heißt quasi, ich habe dann eine Aufgabe bis zur nächsten Folge. Finde mein Zuhause. Nein. Ja. Hust. Da wohnen wir. Oh mein Gott, wir haben es gefunden. Es ist nicht so weit weg gewesen. Sehr gut. Ah, wunderbar. Wir sind zu Hause. Wir waren gar nicht lange weg. Björn hat uns doll vermisst. Und wir waren zu doof, gescheit zu landen. Okay, das heißt, da fehlt ein bisschen Wasser. Das heißt, unsere ersten Aufgaben werden jetzt sein. Oh, ich tauche da mal runter. Das ist kein Schatz am Ende des Brunnens. Nun gut, also wir haben jetzt also quasi... Ich komme nicht mehr raus. Warum bin ich in den Brunnen gesprungen? Was mache ich denn für Blödsinn heute? Moment. Ah. So, jetzt ist aber genügend Game Mode Action. Wir müssen gucken. Okay. Eisen. Oh, ich muss alles wieder erzeugen. Das ist voll doof. Okay, wir müssen auf jeden Fall unsere Pferde wieder in Eier stecken. Björn-Ei und Bernd-Ei. Ich brauche wieder eine komplette Space-Man-Ausrüstung. Oh nee. Das wird auf jeden Fall ein bisschen Arbeit, das herzustellen wieder. Und Björn und Bernd sind anscheinend auch gerade nicht da. Muss ich die immer rumtreiben? Wieso haben wir denn jetzt? Immer wenn wir auf einen Planeten kommen, ist es wohl zurückgesetzt anscheinend. Habe ich hier irgendwas zu essen noch drin? Oh. Aber wir haben eine Lederrüstung. Zieh mal das mal die an. Haha, ich bin geschützt. Dann suchen wir jetzt mal kurz, wo unsere beiden Verrückten sind. Bernd. Weil die nachts auch immer rausgehen. Echt, die sind solche... Moment, kann man die hier wegmachen eigentlich? Ja, haben wir mal eine Fackel dabei. Übrigens, da ich mal die Kommentare auch gelesen hatte, ich soll die Sachen noch in die Offhand nehmen. Es gibt in 1.7 noch keine Offhand. Nun gut. Ach nee. Das heißt, wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal dann gucken müssen. Oh, der hat ein Schwert in der Hand. Hallo? Sogar ein Eisenschwert, oder? Wow. Ich höre eine Spinne. Zwei Spinnen? Uiuiui. Oh mein Gott. Oh nein. Ja, nachts stirbt der Fabi. Immer wieder nachts. Gut, dass ich in der Nähe gespawnt bin. Ah ja. Die Folge heute war nicht sehr erfolgreich. Stehen jetzt eigentlich immer noch alle vor dem Eingang. Gut. Gut, dass wir uns so gut abgesichert haben, dass wir nur an dem einen Eingang reinkommen. Ah nein, was mache ich eigentlich immer?
Hallo Creeper, hallo Spinne, hallo Creeper, hallo Zombie, hallo Spinne, nein. Warum seid ihr alle vor der Tür? Warum könnt ihr da nicht weggehen? Hallo. Ich hau dich, geh weg, lass mich. Geh weg, geh weg, geh weg. Du auch, du auch. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh nein, ein Creeper. Warum ist der Creeper der Einzige, der vor dem Eingang stehen geblieben ist? Warum ist denn eine Spinne hinter der Tür? Na toll. Hallo. Oh mein Gott. Ich wusste, dass ich hier irgendwann reinfalle. Na toll. Hallo. Hahaha, die Spinne ist hier runtergefallen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch irgendwas seht, weil ich sehe mich so gut wie gar nichts mehr. Hey, hier ist Lava, cool. Ja, na dann. Okay, sind wir wenigstens wieder oben. Das war ein perfekter Ausweichtrick. Wir haben quasi dafür gesorgt, dass die... hallo, hallo Creeper. Hallo? Hä, Moment, was war denn das da unten? Warum sitzt denn... Ah, ein Hühnchenreiter! Hilfe! Hilfe! Ha. So. Eine Runde ins Bett. Ach Gott. Nein. Oh nein. Okay, okay. Also ich denke mal, ich werde im Off dann erstmal alles vorbereiten für unseren neuen Start. Ihr schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr lieber auf dem Mars ansiedeln wollt oder auf dem Mond. Dann machen wir uns nächste Folge diesmal dann vorbereitet, das heißt mit funktionierender Leertaste, Sauerstoffgerät und genügend Material, dass wir auch dann uns ansiedeln können auf den Mond. Wir versuchen erstmal die Nacht hier zu überstehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann gibt's eine super, super, wir siedeln uns um Folge. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.